Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA zusammen mit Calvin. Servus, willkommen liebe Leute. Und wir zocken mal wieder eine Customer Map. Letzte Woche hatten wir ja so eine andere schöne Map, wo wir uns gegenseitig beziehungsweise wir sind auf dem Berg, beziehungsweise eine steilen Plattform hochgewandert und ich habe gewonnen. Diese Runde wird besser, wir werden sehen. Wir werden jetzt nämlich deine Skills mal hier testen. So, ich zock nämlich jetzt wieder mit Tastatur, weil ich das weiß, dass ich sonst verliere. Nein, habe ich einen Punkt bekommen? Ich habe den Punkt bekommen. Weil ich glaube, mit Tastatur ist es einfacher als mit Controller. Oh nein. Oh doch. Also ja, ist absolut einfach. Ja, aber ich meine jetzt, weil du rausgeflogen bist, meine ich, oh doch, du bist rausgeflogen. Leider. Leider ist rausgeflogen. Und die Customer Map ist von The Submarine. Ich tue sie auch wieder unten in die Beschreibung, sowie auch der Kanal von Calvin. Da könnt ihr vorbeischauen. Und wir haben ja letzte Mal bei GTA auch viel geredet über Real Talk im Bereich von Clickbait. Oh, ich überdrehe mich. Wieso überdrehe ich mich? Nein. So, ja, ich hab's geschafft, ja, und ich hab schon zu Calvin gesagt, pass auf, diese Map könnte vielleicht zum Rage-Modus werden. Ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen habe ich mal ein Video hochgeladen, wo 3, 2, 1 Rage-Modus drin war. Das war, kam glaube ich auch bei euch gut an. So, jetzt müssen wir mal kurz hier, wo geht's jetzt hin? Oh, ist nicht nach oben, ne? Ist auch nicht so auf fucking ends. Komm schon. Nein! Oh Mann! Das kann's doch nicht sein. Nein! Oh, explodiert, aber ich hab den Punkt voll. Wie viel Speed soll ich hier durch? Alter, das schafft er doch nicht. Ja. Doch. Oh, das schafft er doch. Oh. Lang. Ja, nimm mal ein bisschen Speed weg und. Und Calvin ist jemand, der in. Ich sag mal nicht mein Netzwerk ist, aber in dem Discord-Netzwerk. Oh. Und der ist für YouTuber, kleine YouTuber, die Gaming machen. Deshalb, wer Bock hat, schreibt mir doch gerne bei Twitter oder bei Instagram eine Nachricht oder verlinkt mich einfach dort, indem ihr dann einfach einen Tweet sendet und mich darauf verlinkt, damit ich dann weiß, ich schaue mir euren Kanal an und eventuell kommt ihr mit in diese Gruppe. Ich würde mich natürlich freuen und Aufnahmepflicht ist natürlich auch gewährleistet. Aber jetzt zum Beispiel ist es so, dass Calvin nicht aufnimmt. Aber wahrscheinlich wird er mal eine Folge aufnehmen. Da bin ich dabei, aber nimmt dann nicht auf. Obwohl ich nehme eigentlich jede. Ich nehme jede Situation auf, damit ich echt Content habe. Ja, okay. Nee, aber natürlich, klar. Irgendwann wirst du auch bald auf meinem Kanal sein und ich denke, dass. Oh Mann. Ich denke, das wechselt sich dann immer so ein bisschen ab. Ja. Ach, jetzt habe ich das überhaupt verstanden. Ich habe es voll verstanden. Nein, ich überdrehe mich. Aber Leute, habt ihr gesehen? Alter, das war der First Try und ich habe den zuckersüß gemacht. Also wirklich, für meine Skills war der echt zuckersüß, der First Try. Bitte lesen Sie die. Du bist nicht ernsthaft hier. Oh doch. Verdammt! Jetzt muss ich mich ja richtig anstrengen. Hau ab! Hau! Gut, Spawnschutz. Ach, verdammt. Ich weiß nicht. Gut. Ich weiß nicht immer, ob du durchgehend Gas geben solltest. Oh, das sieht gut aus. Vielleicht nicht immer durchgehend Gas geben, aber. Wo ist der Punkt? Hä? Mein Problem ist ja, dass ich überhaupt erst gar nicht gescheit in den Wallride reinkomme. Jo. Ja, ich hab's geschafft. Echt? Ja. Aber nur dank Controller, weil ich kann den Wagen noch nicht so handeln in der Luft. Aber ich hab's geschafft. Also es ist machbar, nur man muss es eben irgendwie in der Luft erstmal kontrollieren können. Das ist das Schwierige. Ich war auch ziemlich kurz und knapp vor dem Ende. So eine Scheiße. Sag doch einfach, du fährst einfach Käse. Ja, könnte man auch so sagen. Ach, nein. Alter, wie bin ich nie raufgeslidet, ey. So, jetzt geht's nach oben. Nicht überdrehen. Ich hoffe, ich kriege jetzt gleich auch den Punkt. Oh, was war das denn für ein. Oh, jetzt ist es richtig eng. Jetzt ist. Oh, das ist aber hart hier.
Nein, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Nein, ich bin rübergeflogen. Nein. Der ist so. Oh, der ist so schwierig, ey. Ich bin rübergeflogen, Mann. Hier gibt's danach noch einen Wallride. Ja. Vor allem ist diese Map, habe ich eben gerade gesehen, auch noch so extrem lang, ne? Die geht ja noch bis da hinten auf den Mount Chiliad. Oh. Okay. Nein, er überdreht sich. Er hat sich gefangen. Er hat sich gefangen und diesmal nicht rüberfliegen. Ja. Ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Ich bin so. Das ist so ein happy Moment, ey. Vor allem wolltest du nicht auch noch Verkehr irgendwie einstellen? Ich meine, das hätte zwar jetzt nicht viel gemacht, aber ich hätte Verkehr eingestellt, zwecks, dass man so einen Helikopter nehmen kann und ich explodiere, weil ich. Nein, ich was? Muss ich jetzt da irgendwie rauskommen? Wo muss ich jetzt hin? Muss ich einfach jetzt so einmal ein bisschen die Wände fahren, so. Das ist NASCAR Racing mäßig. Okay, das war jetzt nicht so gut. Nehmen wir jetzt die andere Seite, wenn die andere Seite falsch war. Gut. Dann machen wir es eben. Ja, danke. Schöne Kante gewesen. Ich weiß ja nicht, wie das so bei deinen Zuschauern ist, ob das gerne gesehen ist, aber ich würde gerne gerade richtig ragen. Ey, cool, ich hab den Punkt. So. Jetzt mach ich wahrscheinlich den Punkt, den ich gerade die ganze Zeit gemacht habe. Ja, genau. Nee. Mann! Diese Scheiße! Nein, sag mir nicht, dass ich hier durchfahren hätte können, ey. Das Doofe ist halt jetzt, dass du hier jetzt so richtig Skill haben musst. Weil wenn du ja jetzt schnell fährst, dann bist du ja von der Plattform wieder runter, kannst aber nicht da spawnen, weil ja nicht dein Spawnpunkt da gesetzt ist. Nee, ich weiß. Das ist halt doof. So, den Punkt habe ich jetzt auch geholt. Einfach so schwierig alles hier. Slow! Was ist das für ein geiler Bug? Alter, der ist ja in der Luft einfach slow. Ach, okay, jetzt habe ich es auch verstanden. So, jetzt fahren wir doch mal wieder mit Controller, weil der Benny einfach keinen Bock hat und in der Luft eh nichts kann. So, gucken wir mal mit Controller. Ich glaube, mit Controller hat man einfach nicht dieses Feingefühl bei der Lenkung. Das fehlt da so ein bisschen. Kann sein. Ja, komm, ich versuch schnellstmöglich die Map zu beenden, damit du die Chance hast, dich nicht weiter aufzuregen. Jo. Alles gut. Jetzt fahr ich die Mount Chiliad hoch. Und das Geile ist, ich will eventuell nächstes Jahr zum Kilimanjaro. Und was sag ich immer, wo ich hin will? Zum Mount Chiliad. Und dann sagen sie, hä, wo willst du hin? Ich so, ja, Entschuldigung, Kilimanjaro. Weil ich einfach den größten Berg aus Afrika einfach zum Mount Chiliad mache. Ist ein GTA-Berg. Genau, ist richtig, läuft. Oh, ja, auf Mann. Jeden Fall. Ja. Zockerkrankheit, ne? Ich glaube, wir haben hier richtig Schwung. Gibt's auch vielleicht mal Speed? Wenn da oben ist, so eine kleine Lücke ist, ne, wo du einfach rüberfliegst und dann fällst du runter, dann weiß ich nicht, was gleich passiert. Aber es wird nicht lustig. Es wird nicht dann lustig. Hab ich wenigstens nicht nur alleine in Rage. Och man, wir testen jetzt hier die Skills von Calvin. Calvin, wir machen öfters mal Customer Mates, ne? Ja, gerne, ne? Ja, ich weiß, die sind sehr lustig, ne? Nur nicht mehr sowas, aber grundsätzlich gesehen bin ich sonst bei allem dabei. Ehrlich gesagt ist diese Map wirklich ziemlich schwer. Also, ich meine, die beiden Warbites, die hätte ich auch wahrscheinlich jetzt mal um. Bam! Schön gegen Schild geflogen, aber Gott sei Dank war es die Bremse. Bei Warbites bin ich auch nicht immer der Pro. Ich meine, ich bin jetzt nicht in den Punkt geflogen, habe keine 10 Punkte geschafft, aber Hauptsache, ich bin hochgekommen. Dann befreien wir Calvin. Yo, genau in den Punkt. Ja, genau in den Punkt. Jetzt weiter. Nächster Punkt. Nein. Und du schaffst das. Nein. Oh, nicht. Ich bin zu weit zur einen Seite. Oh. Was denn? Ich gucke mir gerade das Ende an und ich sehe gerade. Oh nein, wie viele Drehungen sind das bitte? Na super. Ey, hier unten sind auf einmal Wellen, ne? Wenn er jetzt ertrinkt, ne? Das wäre schlecht. Wie soll ich da um? Ich bin gestorben. Ich bin ertrunken. So, Leute. Wir haben es jetzt
Minute 32. Ui. Ich lege wieder den Controller weg und guck einfach, wie lange ich brauche. Für, glaube ich, 11 Loopings, Rollen, wie man sie auch immer nennen möchte. Ah, scheiße, da bist du gerade. Ich habe es gerade gesehen. Ja, dann mal viel Spaß. First try. Nicht geschafft. Weißt du was? Ich koche jetzt mal eine Runde. Oder eine ja, Stunde genau. Er ist voll aufgeschlagen. Da war eine Bodenwelle dazwischen. Was soll der Mist, ey? Eine Bodenwelle. Ach, da bist du. Okay. Nicht schlecht. Hör auf, den Druck zu hoch zu machen hier. Oh, stell dir mal vor. Stell dir es einfach nur mal vor. Im letzten Looping würde dich eine Lendenkrake. Alter, da bist du weg, Alter. Wenn du jetzt mir so kommst, dann bist du aus dieser Gruppe, aus der Discord-Gruppe bist du ausgeschlossen, ey. Die Frage ist jetzt allerdings, wer ist das wert? Ich hab den Punkt. Echt? Ja. Aber es war anstrengend. Es waren fast 10 Minuten. So, jetzt habe ich den Punkt auch. Ich habe 42 Punkte von 68. Oh, was? Aber jetzt, ja, jetzt kommen sie richtig schnell hier alle. Achso, ja gut, dann. Yippie. Ich fahre da jetzt nicht rein, weil ich auf Kevin warte, bis der fertig ist. Kevin, dann nehmen wir morgen noch auf. Ja. Weh, du haust mich jetzt weg, dann gibt's richtig Ärger. Ah, doch. Ich altes Klosterkind. Ja, Haftbombe. So was nicht mal. Wenn, dann wäre das nur eine Versicherung. Weißt du, dass du auch bloß ins Ziel fährst. Na, ich direkt neben dir. Okay, alles klar, ist kein Problem. Ist kein Problem, ist gar kein Ding. Juhu! Zum Schluss noch einmal und ab ins Ziel, erster Platz. Leute, schaut mal bei Kevin vorbei und zockt selber die Map. Lasst ein Like und ein Abo da, auf Wiedersehen, ciao. Zockt die Map nicht, nein! Tschüss!